Moin Moin und willkommen zu Fallout 4. So, immer noch im Institut, wir sollen die Rede der Unterwerfung sozusagen vorbereiten, mit der wir das Ödland darauf vorbereiten, dass das Institut die Macht übernimmt und... Seit Jahren habt ihr vermutet, dass es das Institut noch gibt. Dass wir unter euch sind, das stimmt. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir sind hier und wir sind... Das ging jetzt aber schnell los. An der Macht, die Zukunft, eure Herren. Da, um zu helfen. Unsere überlegene Technologie steht für die Zukunft des Commonwealth. Heute aktivieren wir unseren Atomreaktor, um auch dann noch zu bestehen, wenn die Welt an der Oberfläche nicht mehr existiert. Um der Menschheit eine Zukunft zu geben. Wir möchten uns nicht einmischen in unwichtige Details eurer... sinnlosen Anstrengungen, jämmerlichen Existenzen, tägliche Aufgaben mit der Gede, persönliche Freiheit, ja. Persönlichen Freiheit? Wir wollen nur, dass ihr euch nicht in die Aufgaben des Instituts einmischt. Zur Folge hätte das... unnötige Schwierigkeiten, eure Auslöschung, boah. Drastische Maßnahmen, Tragödie für alle, ja, unnötige Schwierigkeiten oder Tragödie für alle? Eine Tragödie für alle. Seid beruhigt, denn die Zukunft sieht rosig aus. Liegt im Untergrund, nicht unter unserer Kontrolle, sicher. Denn die Zukunft ist sicher oder sieht rosig aus? Sieht strahlend aus und die Menschheit wird unter uns aufblühen. Ob die das senden? Tja, das war interessant. So hatten wir es uns nicht gedacht. Aber die Aussage dürfte bestimmt rüberkommen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass jeder es hört. Hättest du Lust auf einen kleinen Ausflug nach Diamond City? Was hast du in Diamond City vor? In der Stadt selbst gar nichts. Das ist eine Art Abkürzung. Den Radiosender in Diamond City hören viele im Commonwealth. Wenn die Leute hören sollen, was wir zu sagen haben, können wir sie so am besten erreichen. Bevor wir die Sendung übernehmen, müssen wir für eine maximale Übertragungsreichweite sorgen. Mir wurde versichert, dass die nötigen Teile vor Ort sind. Du musst sie nur installieren, um die Sendestärke zu erhöhen. Melde dich, wenn du fertig bist. Bis dahin müssten wir bereit sein. Okay, müssen wir den Sender dann noch manipulieren? Achso, wir können ja direkt hier raus. Dann gehen wir mal nach Diamant City. Stellt sich die Frage, ob irgendein Bürger so blöd ist und die Rede abnimmt. Also das, was da gesagt wurde. Ja, das Misstrauen gegen das Institut ist ja A, berechtigt und B, überall vorhanden. Von daher glaube ich nicht, dass das einfach so... Ja, da wundert sich auch niemand, dass man hier Hast mit einem dicken Blitz auftaucht. Schlacht zwischen der Bruderschaft und dem Institut gehört? Der bei Bunker Hill? Da sind einige Leute bei draufgegangen. War wohl ein ziemliches Blutbad. Mhm. Ich frage mich gerade, warum sich das hier ein zurechtruckelt. Ich habe ja heute eine wirklich lange Aufnahmesession mal. Ich habe ja jetzt 6 Folgen, glaube ich. Ich mache das jetzt die 7. Folge heute. Und das Spiel wird tatsächlich zunehmend instabil, wenn es länger läuft. Das ist mir schon aufgefallen. Okay. Das muss man dann öfter mal so zwischendurch beenden, damit es wieder... ordentlich und flüssig läuft. Hallo Hugo. Oh, hey. Wie geht's dir? Travis. Ich hab nicht vergessen, was du für mich getan hast. Okay. Ich muss unbedingt diese Teile finden. Meine Radioshow ist jetzt besser, oder? Das
Das Ding mit den Drehschaltern, das Ding mit den Röhren oder das Ding mit den Knöpfen? Okay, versuchen wir das. Kommt das vielleicht hier hin? Okay, rein damit. Okay. Da Drehschalter und da Knöpfe. Maximale Leistung. Okay, Röhren war für mich klar, dass das eher dahin gehört. Die Sache mit Scarlett hat nicht so richtig funktioniert, aber das ist okay. Och, hey, aber Kirche. Oh, hey. Wie geht's dir? So, jetzt haben wir ihn aufgedreht und nun? Das Mikrofon können wir nicht. Bandlaufwerk. Meine Radioshow ist jetzt besser, oder? Ja, total, total. So viele Beschwerden. Jetzt haben wir das Ding zusammengebastelt und nu? Oh. Ernsthaft? Jetzt müssen wir wieder zurückgehen? Das ist ja... Das wirkt auf mich wie unnötige Laufwege. Schlimm wird's, wenn er uns gleich sagt, ah, super gemacht, so, jetzt geh mal hin und leg noch dieses Band ein. Ich wollte dir gratulieren, wie du die Situation in der Biowissenschaft gelöst hast. Bravo. Naja. Halt. Obwohl, eine Tür? Wir müssen durch eine Tür? Auf ausreichende Hygiene zu achten. So, das heißt, ich stinke oder was? Oh, das Laserstrahlennetz ist weg. Oh, das sieht ja jetzt nicht mehr nach Institut aus. Die hatten ja berichtet, dass sie mit Not und Mühe alles hier am Laufen halten. Okay, da ist er. Rotes Knöpfchen! Wie war der Ausflug in die Großstadt? Alles erledigt? Hast du den Sender modifiziert? Ich bin bereit, aber was ist mit dem Reaktor? Die ersten Tests wurden beendet. Alle Werte im normalen Bereich. Ja, ich glaube, wir sind bereit. Ich überlasse dir die Ehre. Auf diesen Moment, meine Freunde, haben wir alle hingearbeitet. Nach all euren Mühen. Ist die Zeit gekommen, den Reaktor endlich zu starten. Nie wieder müssen wir Kompromisse eingehen, um zu überleben. Nie wieder. Sollten wir die nicht irgendwie zumachen? Ressourcen Sorgen machen. Mein Vater und ich sind unglaublich stolz auf das, was wir geleistet haben. Und wir freuen uns darauf, in Zukunft noch Größeres zu leisten. Jetzt ist das Institut wirklich die Hoffnung der Menschheit. Danke. Danke euch allen. Okay, da geht das Türchen zu. Gucken wir mal. Da knackt das auch ordentlich an der Tür. Es ist kaum zu glauben. Nach all den Jahren harter Arbeit sind wir da. Wir sind angekommen. Sieh dir an, was du ermöglicht hast. Der Reaktor läuft. Was steht als nächstes für das Institut an? Dazu kommen wir noch. Es gibt noch mehr Arbeit, bevor die Zukunft des Instituts gesichert ist. Das Direktorat hat eine Besprechung zum weiteren Vorgehen einberufen. Du solltest als neuer Direktor
daran teilnehmen. Okay. Kurz umschauen. Entschuldigung. War keine Absicht. Passiert halt so. Wo kommen wir da hin? Gut, denn halt nicht. Machen wir doch alles. Hauen wir wieder ab. Wieder den langen Marsch zurück hier. Ich weiß nicht, ich komme mir ein bisschen veräppelt dabei vor, wenn ich dann so eine lange Sequenz hier vor mir habe, wo man ewig durch die Gegend latschen muss. Das kannst du nur für eine Minute, ne? Um da irgendwas zu erleben oder so. Auch wenn es vielleicht etwas ist, was die... Was etwas ist, das die Geschichte vorantreibt. Ja, genau. Wenn ich ein Relais repariere, fallen zwei weitere aus. Wenigstens ist mir nicht langweilig. Leute, wieder mal ein schöner Tag, oder? Einfach mal durch. Da quatschen die ja alle rum. So, Besprechung vom Direktorat. Nee, ja, da lang. Ja, wenn das etwas für ist, ich weiß nicht, ich habe es glaube ich nicht beendet. Wenn das etwas ist, das die Geschichte vorantreibt, ist das zwar eine wichtige Sache, aber trotz allem, wenn man dann zwei Minuten unterwegs ist für eine Minute irgendwas Story-Erklärung, das ist dann ja nicht so schön. Ne? Dem hätte man besser lösen können, denke ich dann immer. So, ich glaube, das ist die Etage. Oder doch nicht? Na, rannst du ein bisschen rum? Wenn du nach Mama oder Papa suchst, die arbeiten bestimmt noch. Okay. Mein Kompliment, dass du B592 so schnell zurückgebracht hast. Wir freuen uns auf die Arbeit mit dir. Ups. Jetzt ist die Maus gerade etwas flitzig. Welche Art von Arbeit steht denn genau an? Normalerweise begutachtet und genehmigt das Direktorat die Forschung in den Abteilungen. Heute sind wir aber aus einem anderen Grund hier. Heute sind wir hier, weil es Zeit wird, sich endlich zu erheben und für uns selbst einzutreten. Nicht so dramatisch, Justin. Daran ist nichts dramatisch. Wir sind in der Position, etwas zu bewegen und zu behaupten. Darüber haben wir immer wieder geredet. Wer es noch nicht mitbekommen hat... Offensichtlich gibt es im Commonwealth Gruppen, denen die Ziele des Instituts nicht gefallen. Da der Reaktor in Betrieb ist, können wir nicht nur die Synth-Produktion erhöhen, sondern auch wesentlich mehr Macht ausüben. Wohin soll das führen? Welches Ziel verfolgt das Institut? Also, das Direktorat hat beschlossen, dass Schritte nötig sind, um unsere Sicherheit auf lange Frist zu garantieren. Sprechen wir es doch einfach aus. Das Direktorat hat beschlossen, dass die Railroad und die Stählerne Bruderschaft vernichtet werden müssen. Als zukünftigen Direktor wollten wir dir unsere Entscheidung mitteilen und deine Gedanken dazu hören. Also, was meinst du dazu? Das halte ich für total Mumpitz. Die Railroad ist möglicherweise tatsächlich dann also jetzt rein vom... Standpunkt des Instituts ist dann zwar auslöschbar, aber die Schildernde Bruderschaft nicht. Das ist ja nur eine kleine Abteilung, die hier angekommen ist. Ich finde, das Institut sollte es jetzt nicht noch schlimmer machen. Wir müssen Konflikte vermeiden und sie nicht beginnen. Liebend gern würde ich das Luftschiff am Horizont verschwinden sehen, aber das passiert nicht. Der Konflikt ist schon da. Wenn wir ihn jetzt nicht beenden, wird es noch schlimmer. Wir haben keine Wahl. Wenn wir als Sieger hervorgehen wollen, müssen wir schnell handeln. Als Direktor entscheidest du, wohin wir unsere Anstrengungen lenken. Wir würden gern wissen, welche Richtung wir einschlagen sollen. Erhöhen wir die Synth-Produktion oder konzentrieren wir uns auf die Waffenentwicklung? Wie würde das Ergebnis aussehen? Ich will die Entscheidung nicht leichtfertig treffen. Wenn wir die Synth-Produktion erhöhen, können wir mehr von ihnen zu unserer Unterstützung im Commonwealth einsetzen. Durch Waffenentwicklung würden unsere bisherigen Waffen verbessert und die Synths wären im Einsatz effektiver. Welche Richtung würdest du denn bevorzugen? Ich
da eher die Waffenentwicklung, die vorhandenen Zins lieber besser machen, als noch mehr auf den Schrott werfen. Ich habe genug erlebt, um zu wissen, dass man mit Waffen Kriege gewinnt. Konzentrieren wir uns auf ihre Entwicklung. Wie du willst. Die Abteilung Fortschrittliche Systeme legt sofort los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das wäre erstmal alles. Ich glaube, Vater möchte sich mit dir nach der Besprechung noch unterhalten. Eile führt bestenfalls zu Schlamperei. Schlimmstenfalls zum Tod. Evan. Die Baupläne, die du mir gebracht hast, waren faszinierend. Könntest du noch ein paar... X688 schien beeindruckt von deiner Arbeit in Libertalia. Und er lobt nicht jeden. Gut gemacht. Unser Dr. Ayo. Good Warwick, wenn du in nächster Zeit nach Diamond City kommst, würde ich dich um etwas bitten. Du weißt es vielleicht nicht, aber der Bürgermeister der Stadt ist ein Synth, den das Institut eingesetzt hat. Er beobachtet die Entwicklungen im Commonwealth und meldet uns Ergebnisse, die uns möglicherweise interessieren. Da du öfter an der Oberfläche bist als die meisten anderen hier unten, könntest du den nächsten Bericht abholen. Das dürfte sich machen lassen. Gut. Der Bürgermeister wartet in seinem Büro. Er übergibt dir den Bericht und du bringst ihn zu mir. Denk dran, Diskretion ist für uns in Diamond City von höchster Bedeutung. Du musst unauffällig bleiben. Nichts zu melden, Sir. Okay. Du musst scheinen, in einem Vault zu leben. Ja, ganz offensichtlich ist auch von Seiten des Instituts, selbst wenn wir Einfluss nehmen können, einen Konflikt nicht zu vermeiden. Die wollen unbedingt. So sieht das für mich zumindest aus. Finde ich ein bisschen schade, dass man hier nicht die Möglichkeit zu einer friedlichen Lösung finden kann. Wenn Quentin doch nur mit seinen dummen Geschichten aufhören würde. Das Institut ist mein Leben. Hoffentlich wird es auch deins. Statusmeldung. Alle Funktionen normal. Das ist ja super. Ah, da bist du ja. Du hast dich mit dem Direktorat getroffen? Ich schätze, die Absichten sind klar. Es war schwierig für sie, sich für den gewaltsamen Weg zu entscheiden. Und du? Stimmst du ihrer Entscheidung zu? Nö. Wie lange lief das schon? Wann haben sie sich zu diesem Vorgehen entschlossen? Das Luftschiff der Bruderschaft war der letzte Strohhalm. Es steht zu viel auf dem Spiel. Wir... Du kannst es dir nicht leisten, das alles zu verlieren. Es ist kein Geheimnis, dass du mit der Railroad zusammengearbeitet hast, um zum Institut zu gelangen. Es wurde oft hinterfragt, wie stark du dort wohl involviert warst. Du kannst dir sicherlich denken, von wem. Die Frage ist, wie ist jetzt dein Verhältnis zu ihnen? Zählst du sie zu deinen Verbündeten? Ist das wichtig? Auf was willst du hinaus? Das ist doch wohl offensichtlich. Damit die Position des Instituts im Commonwealth gesichert ist, muss die Railroad ausgelöscht werden. Vollständig. Als wichtigster Agent an der Oberfläche und als jemand, der bereits Kontakt mit der Railroad hatte, bist du am besten geeignet, diesen Auftrag auszuführen. Worauf ich hinaus will, ist, bist du bereit, sie zu vernichten? Es muss doch eine andere Lösung geben. Etwas weniger Gewalttätiges. Ich fürchte, die Zeit des Zögerns ist vorbei. Wir müssen jetzt entschlossen handeln. Bist du bereit dafür? Nö. Das werde ich Ihnen nicht antun. Selbst wenn du wüsstest, dass sie alle von uns töten würden, auch dich, um zu bekommen, was sie wollen? Tut mir leid, aber das ist ein Befehl. Es muss getan werden. Ich erwarte einen Bericht, wenn sie vernichtet sind. Mhm. Okay. Tja. Gehen wir mal eben nach Diamond City. Zum Bürgermeister. Und danach werden wir zum Flughafen Boston gehen. Ich möchte sehen, was da passiert. Und ja, dann bleibt... Die Story kann ja nicht vorangehen, wenn wir uns jetzt nicht um Desdemona kümmern. Ich habe leider auch null Anhaltspunkte, was wir jetzt mit dem Minuteman machen könnten.
ob sich darüber noch eine Lösung finden lässt oder ob es vergeigt ist sozusagen. Ich habe keine Ahnung. Oder ob es gar nicht möglich ist, mit denen irgendwas zu machen. Finde ich ein bisschen schade. Tja, und wieder hätte ich gern Jetpack, dann könnte man sich diese Wartezeit ersparen. Ich bin ungeduldig bei sowas. Ja, ist so. Zum Meer. Dim, 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 dim. Was ist das da? Ich frage mich, wie sie den Boss da drauf gekriegt haben. Mal ehrlich. Vor allem, wie das Dach das Ding hält. Oh, Entschuldigung. Denk daran, den Schlüssel hast du nicht von mir. Und falls du wirklich Interesse daran hast, ein Haus zu kaufen, bekommst du hier die entsprechenden Genehmigungen. Okay. Genieße deinen Aufenthalt in Diamond City. Und jetzt, entschuldige mich. McDonough? Hallo, hallo. Gut, dich wiederzusehen. Unser gemeinsamer Freund Ayo schickt dich, nicht wahr? Ich hoffe, es geht ihm gut. Haben Sie etwas für mich? Das gefällt mir. Als Bürgermeister habe ich schließlich wenig Zeit. Ich habe gehört, dass die Minutemen wieder da sind. Für mich sind sie nur eine Art schlagkräftige Bürgerwehr. Aber sie sind bei den Leuten beliebt. Darum sollten wir sie im Auge behalten. Die Einzelheiten stehen in meinem Bericht. Und noch ein paar weitere Dinge. Hier ist er. Niemand darf ihn zu Gesicht kriegen. Vernichte ihn lieber, bevor er in die falschen Hände gerät. Okay, so viel zum Ranzoomen. Gibt es noch was, das ich wissen sollte? Das reicht wohl fürs Erste. Wenn's was Neues gibt, werde ich's unsere Freunde wissen lassen. Du findest ja sicher alleine raus. Gute Reise. Okay. Wovon jo, zum das. Teufel hat dieser Institutstyp gesprochen? Die Welt an der Oberfläche wird nicht mehr existieren? Das klingt gar nicht gut. Davon habe ich nie was gesagt. Moment, jetzt machen wir mal Diamond City Radio an. Okay. Lassen wir einfach mal laufen und. Der Blick eines Fremden auf Diamond City. Im Supersalon bekommst du endlich deinen Traumarsch. Zustand deines Lebens. Wenn du zum Beispiel zu hart arbeitest, schalt das Institut runter. Ich habe vor denen keine Ahnung. Ihr braucht angepasste Ausrüstung. Da war mal was los. So. Also vom Leben an der Oberfläche wird nicht mehr so sein, wie es jemals war. Davon war in der Rede ja nie die Rede, also Rede und so. Das finde ich gerade ein bisschen seltsam. Klauen wir ein paar Tatus. Hat euch das letzte Lied gefallen? Irgendwie passiert da nichts, oder? Die Minutemen schlagen Wellen im Commonwealth, Leute. Und das sind gute Nachrichten für uns alle. Laut neuesten Meldungen haben sie die Burg zurückerobert, die der Gruppe früher einmal als Festung diente. Wie ich so höre, war es keine leichte Aufgabe, die Burg wieder einzunehmen. Es gibt da draußen im Commonwealth ein paar echte Monster.
Jetzt, da sie ein Hauptquartier haben, sind die Minutemen sicher in einer besseren Position, den Leuten im Commonwealth zu helfen, die sie brauchen. Das hört man doch gerne, nicht wahr? Hier kommt Uranium Fever von Elton. Okay, Brit. Offensichtlich können wir das da nicht mehr hören. Ich habe nun keine Ahnung, ob da die Rede überhaupt noch ausgestrahlt wird. Da wollte ich gerne mal reinhören. Okay, gehen wir jetzt mal Karte. Bisschen schade. Flughafenboss. Ah, hier sind die Dinger auch jetzt verschwunden. Jetzt ist Flughafenboss nicht mehr unser, ne? Fort Strong haben die sich ja auch geholt. Easy City Downs gehen wir mal hin. Damit wir nicht so direkt in der Horde spawnen. Ja, in dem Spiel habe ich, glaube ich, noch nicht einmal geschlafen. Ist ja nicht notwendig, von daher. Diesen gut ausgeruht Bonus haben wir deswegen noch nie mitgenommen. Ja, ist aber schon ein bisschen komisch, ne? Schaut euch das an! Ja! Was denn? Ein ziemlich heftiges Rennen! Aber die Autos stehen doch. Hier rennt doch niemand. Ein toller Abend für ein Rennen. Was, Jungs? Oh, da geht jemand. Habt ihr die Wetten abgegeben? Verdammt, was ist denn jetzt? Bösewichter, Hallöchen. Schaltet ihn aus, Jungs! Was ist denn hier los? Wer zum Teufel ist das? Ich? Da. Hey, du hältst das Rennen auf! Welches Rennen? Wo bist du hin? Verdammt! Ah, scheiß drauf! Okay. Machen die jetzt Roboterrennen? Ich sehe die Leute nicht mal. Ich sehe, die fallen mir gar nicht auf. So, der hört auch auf mit dem Quaken. Jetzt kann man sich vielleicht auch mal konzentrieren. Da. So. Also hättet ihr kein Terror gemacht, hättet ihr mitgewettet. Das wird nicht lang dauern. Das Arschloch ist kugelsicher. Ja, sozusagen, dank Powerrüstung.
Ich weiß nicht mal, was das hier ist und krieg gleich einen auf den Popo. Das ist ja unhöfliche Welt. So, und nun? Haben wir sie? Nee, haben wir noch nicht alle. Nein, das sind noch nicht alle. Wo steckt ihr? Der eifrige Ernie. Ach hey, hätte man mit den Robotern noch was machen können. Schade. So, ja, hier wollte ich aber eigentlich gar nicht hin. Da ist immer noch ein Eingang. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Da. Ist ja immer noch ein Gang. Ich will eigentlich zum Flughafen. Ich wollte jetzt gern wissen, was die Schäden in der Bruderschaft macht. Ich denke mal, die ist voll auf Agro-Kurs. Ups. Aber das würde ich gerne mal überprüfen, ob es da überhaupt noch jemanden gibt, mit dem man Dialog führen kann. Und ansonsten bleibt ja... Ja, bleibt ja nur noch für die Railroad, also gegen die Railroad, für das Institut zu arbeiten. Haben ja keine andere Möglichkeit sonst. Mal gucken. Ja. Sind alle Road. Ah, Mist. Dachte ich, wir kommen hier vielleicht raus. Das ist ja etwa die Höhe, wo das Baugebiet von uns war. Ob man da dann mit Paladin Dance reden kann. Schleichen wir uns mal rum. So, interessanterweise steht ja unser Kram hier noch. Unsere Geschütztürme und so weiter. Machen wir eine kleine Speicherung. Sagt der Fusionskern. Hüpf. Sie entdeckt. Mach sie fertig. Die können sich nicht vor uns verstecken. Oha. Ja. Ich weiß auch nicht, ob dieser Schritt notwendig ist, gegen die Schilder der Bruderschaft so vorzugehen. Ich vermute mal, dass es auch vollkommen sinnlos ist, da
das so oder so ein Ereignis sein wird, bei dem dann das Institut schlussendlich gegen ja, die hier antreten werden muss, denke ich mir. Endlich haben wir genügend Energie, um den Bedarf zu decken. Ja, dir ist das mal vollkommen egal, was hier so gerade passiert, ne? Du hast einiges geleistet, aber die Beurteilung ist noch nicht abgeschlossen. Aha. Können wir da nicht Sabotage dran betreiben? Da fehlt dann dem Spieler doch diese Entscheidungsfreiheit, ne? Also, dass er da einfach sowas machen kann. Schade. Schade. Da passiert auch nichts. Nein, ich dachte, ich wäre schnell genug, aber nö. Ja, hat das einen Sinn, jetzt schon gegen die Bruderschaft vorzugehen oder nicht? Das ist so die Frage, ne? Hier drüben, hier! Das war's. Wenn das Ganze hier sinnlos ist, dann ja, ne? Ist es sinnlos. Und Ehre. Und Ehre. Ich sehe nicht mal, auf was ich schieße. So. Ich weiß, dass sie ungefähr da stehen müssen. Schwierig, das nervt mich jetzt gerade ein bisschen selber, dass es so hinausläuft. Zwei Fusionskerne hat der gleich mal dabei. Was sind das für Geräusche? Was ist das da? Gar nicht. Ja, wir kommen auch gar nicht auf die Pritwin hoch. Ich glaube, das ist auch nicht vorgesehen. Also vermute ich mal. Ich würde sie mir ja gerne klauen, muss ich ja ehrlich sagen. Ich wollte das Ding ja von Anfang an für mich haben. Ups. Hat keiner gehört. Ah, ich denke mal, das war's dann hier unten. Ich glaube, wir haben hier alles durch. Wir müssen jetzt irgendwie nach da oben kommen, um dort weiterzumachen. Ich weiß nur nicht, wie das gehen soll. Ich frage mich, was da klappert. Doch, ist über uns, ne? Ist das der Kasten? Hier, hier bei dir. So. Ad Victoria. Ja, tut mir ja auch leid. Ich wäre ja für eine friedliche Lösung gewesen, aber offensichtlich ne? Wird das wohl nichts. Kann das mal jemand reparieren? Das klingt nicht gut. Quasi die überdimensionierte Power-Rüstung, okay.
werde es mal testen. Es kommt auch keine Meldung, dass kein Wörtibird ankommt. Oder dass die Bruderschaft mich hasst. Ja, da bin ich jetzt erst drauf gekommen. Ist ja nicht der Auftrag, den wir haben, aber ich denke, es würde darauf hinauslaufen. Hier war doch immer ein Vertibird dran, oder? Da, 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 da. Da, 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 da. Nein, Inventar. Hilfsmittel, Eichhörnchen am Stiel, hier ein Hirsch hinterher. Waffen kommen wieder, Sprengsplitter, Dingsbumsgranaten, Splitter. Ich sehe nichts, ich halte einfach rein. Für Ruhm und Ehre. Das müsste ja quasi schon das Ende der Bruderschaft sein. Sogar der Härtenfusionskern. Erst gucken wir nochmal hier unten. War Captain Kells jetzt dabei oder nicht? Doch, da ist er doch. Haben wir alle wichtigen Leute, glaube ich, jetzt, ne? Keiner da. Alles gut. Okay. Fast. Ein Hinterhalt. Doch, der ist ein Bogenmarsch. Jetzt ist was los. Und wir haben hier keine Deckung. Und da ist so schnell die Sicht genommen. Alles reden. Wer bist du? Ach,
No Name. Oh, da, die spawnen sie, schnell. Huh. Mich wundert zum Beispiel, dass keiner irgendwie unsterblich ist. Das war ja eigentlich üblich sonst immer, dass wichtige Personen nicht sterben können. Das bringt mich auch zu dem Punkt, dass es wahrscheinlich vorgesehen ist, dass die Fraktionen komplett ausgelöscht werden. Entschuldige. So, das sind die Maulwurfsratten über uns. Haben wir hier alle? Ich sehe keinen roten Punkt. Einer ist noch da. Einer ist noch da. Über oder unter uns? Mist. Ach, hier drin wahrscheinlich, ne? Proctor Quinlan, okay. Das war, glaube ich, der Wissenschaftler. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Das Ding geht einfach nicht auf. Ach, hatte ich, glaube ich, schon mal die Theorie, dass es vielleicht unser Quartier werden wird, wenn wir weit genug aufgestiegen werden. Ja. So, theoretisch müsste es sich ja jetzt gegessen haben mit der stehenden Bruderschaft, ne? Und theoretisch müsste ich jetzt ein Luftschiff haben. Oh, kein Rums diesmal. Achso. Schon wieder wundere ich mich darüber, warum ich nicht sprinten kann. Aber ja, ich bin ja wieder in so einer Zelle drin. Du bist noch friedlich. Super. Ja, wir wissen, dass es noch an dem Cambridge-Dingsbums, also Polizeirevier Cambridge, die gibt. Und theoretisch zumindest Fort Strong. Müsste man ja auch nochmal hingucken, ne? Allerdings war das jetzt wirklich mehr als genug Gemetzel für mich. Das ist ja schon unschön. Ich werde jetzt, glaube ich, die Folge beenden. Und ja, wir werden das beim nächsten Mal dann zu Ende bringen. Und dann auch uns um die Railroad kümmern. Dann haben wir gleich beides durch. Und dann geht's wieder ins Institut. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.